Heute backen wir zusammen klassische Mandelhörnchen und mit unserem Rezept werden sie garantiert genauso lecker wie die vom Bäcker. Hi, ich bin Saviana von Einfach Backen und wie die Mandelhörnchen gemacht werden, das zeige ich euch jetzt Schritt für Schritt. Ich gebe jetzt in die Rührschüssel den Zucker, die Prise Salz und etwa die Hälfte hier von dem Eiweiß. So, und dann schneide ich die Marzipanrohmasse hier in kleine Stücke. Gebt die dann dazu und lasst das Ganze schön miteinander verrühren. Die Masse kommt jetzt hier auf die Arbeitsfläche und die werde ich mir jetzt in etwa 10 gleich große Teile teilen. So, da das Ganze jetzt hier so eine klebrige Angelegenheit ist, verteile ich mir hier ein bisschen Puderzucker auf der Arbeitsfläche. So, und dann das Ganze ausrollen in etwa 10 cm lange Teigrollen. Dann gebe ich mir hier meine Mandeln auf einen flachen Teller und gebe den Teigstrang jetzt hier rein, damit er von allen Seiten schön mit Mandeln bedeckt wird. Ihr könnt das Ganze auch leicht andrücken und dann kommt das Ganze hier auf mein Backblech und in dem Zuge forme ich mir das Ganze hier zu kleinen Hörnchen und genau so mache ich das jetzt mit dem restlichen Teig. Mandelhörnchen dürfen jetzt in den vorgeheizten Backofen und für etwa 14 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze backen. So, die Hörnchen sind schon fertig gebacken, die habe ich jetzt sehr gut abkühlen lassen. Die Hörnchen sind nämlich super weich, wenn sie aus dem Backofen kommen und deswegen sehr zerbrechlich. Und damit die euch nicht auseinanderbrechen, wenn wir sie jetzt gleich in die Schokolade tunken, sehr gut abkühlen lassen vorher. Die Schokolade habe ich in der Zwischenzeit schon klein gehackt und 2/3 davon über dem Wasserbad geschmolzen. Und damit die Schokolade ihren schönen Glanz erhält, geben wir jetzt noch das restliche Drittel der Schokolade hier dazu. Verrühren das Ganze jetzt hier miteinander so lange, bis die Schokolade ebenfalls geschmolzen ist. Mandelhörnchen gehören ja zum klassischen Gebäck, das es quasi bei jedem Bäcker gibt. Habt ihr denn auch einen Klassiker vom Bäcker, den ihr schon mal zu Hause nachgebacken habt? Und wenn ja, dann schreibt mir das doch sehr gerne in die Kommentare und vor allem, was das war. So, jetzt können wir hier die Enden der Schokohörnchen in die Schokolade tunken. Das zweite Ende rein. Und so einfach könnt ihr Mandelhörnchen zu Hause backen und die schmecken garantiert genauso lecker wie vom Bäcker. Ich hoffe, euch hat das Rezept genauso gut gefallen wie mir. Wenn ihr die Mandelhörnchen nachbacken wollt, dann findet ihr das Rezept wie immer unten in der Infobox. Lasst mir außerdem sehr gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbacken und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, einfach backen. Halt, stopp, noch nicht wegschalten. Hier gibt es nämlich noch ein paar Sachen zu entdecken. Oben rechts könnt ihr unser Backbuch bestellen, unten den Kanal abonnieren und hier gibt es nochmal 2 Rezepte für euch.